Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Mass Effect 1. Das wird ein kompletter Neuanfang. Und zwar möchte ich eigentlich die ganze Reihe durchspielen, also Teil 1, 2, 3 und jeweils den Charakter vom Vorgänger importieren. Ich habe hier in diesem Profil schon einen fertigen Charakter, den ich ja jetzt übernehmen will, weil mir fehlt noch das Level 60 Achievement und das möchte ich, wenn es geht, mit diesem Let's Play auch noch erreichen. Der höchste Charakter, den ich zurzeit habe, ist, wenn wir hier mal schauen, bei den Karrieren, Karriere wechseln. David Shepard hat zurzeit Stufe 49, also es dürfte sich in einem neuen Durchspielen mit dem Add-on Bring Down the Sky doch dann auf Level 60 ausgehen. Hoffe ich jedenfalls. Gut, wir beginnen dann direkt mit einem neuen Spiel, neue Karriere starten. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Mit der Datenbank verbinden. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Okay, John Shepard brauchen wir keinen, wir brauchen auch keinen neuen. Wir bestehen einen bestehenden importieren, unser David Shepard. Der wurde am 19.03. erstellt, Herkunft Kolonist, einziger Überlebender, Infiltrator, also so eine Sniper-Klasse, Stufe 49. Ja, gut, okay. Den übernehmen wir einfach und sagen wir das Spiel starten. Bin schon neugierig. Ah ja, die Schwierigkeit. Den Schwierigkeitsgrad werde ich doch etwas erhöhen. Weil, damit es nicht zu leicht wird. Was wissen wir über Shepard? Er ist in den Kolonien aufgewachsen. Er weiß, wie hart das Leben da draußen sein kann. Seine Eltern wurden von Sklavenjägern beim Angriff auf Minduir getötet. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Akuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia.
Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Okay, so. Den ersten Charakter habe ich ja vorbildlich gespielt. Beziehungsweise den gleichen Charakter vorbildlich, aber diesmal möchte ich mal die ganzen Gesprächsoptionen für abtrünnig freispielen. Also wenn wir unseren Charakter auch sozusagen etwas fieser ausrichten. Wenn wir noch, meistens also die oberen Gesprächsoptionen sind die vorbildlichen, die unteren die abtrünnigen und die in der Mitte dann neutral. Aber wir müssen ein bisschen streng sein, also Schluss damit. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. So, okay, abtrünnig plus 2, also es hat dann doch eine Auswirkung gehabt. Okay, jetzt schauen wir mal, okay, wir starten schon direkt mit Stufe 49, das ist natürlich sehr genial. Jo, also hier möchten wir schon den noch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn das jetzt dann auf abtrünnig dann weitergeht, ob dann hier, naja, im Prinzip die vergebenen Skillpunkte können ja nicht wieder verschwinden. Ich habe noch einen Punkt zu verteilen, den lege ich jetzt mal hier auf Einschüchtern. Schaltet neue Dialogoptionen frei. Wie man sieht, haben wir hier schon relativ viel ausgebaut. Präzisionsgewehr voll, taktische Panzerung und Fitness, dann auch Dechiffrierung, Kommando und halt die vorbildlichen Gesprächsoptionen und das Vector-Training ist auch voll ausgebaut. Wenn wir nur kurz in die Ausrüstung reinschauen. Okay, das dürften die ganzen Ausrüstungsgegenstände sein von die Squad-Mitglieder. Die habe ich jetzt alle im Inventar drinnen. Na bravo. Credits haben wir jede Menge, wir haben auch jede Menge Unigel. Jo, also dürfte alles kein Problem sein. Wir stellen einmal die Schwierigkeit auf Veteran. Okay. So, kurzes Questlog überprüfen. Sprechen Sie mit dem Captain. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, diesen. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Marines werden zum Kämpfen ausgebildet und Ihr Job ist es, uns danach wieder zusammenzuflicken. Ich bin keine Anfängerin, Commander. Ich habe schon einige Schlachten mitgemacht, aber dennoch ist es dumm, unnötig Gewalt zu provozieren. Sie beide können noch viel vom Captain lernen. Er hat keine Angst vor Kämpfen, aber er ist klug genug, sie meistens zu vermeiden. Tut mir leid, Doc, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Was können Sie mir über Niles erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts.
Mit Niles selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hörte, dass Niles einmal ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Ich kann es kaum glauben. Ich bin auf einer Mission mit einem echten Spectre. Machen Sie einfach Ihren Job. Befolgen Sie meine Befehle und wir bekommen keine Probleme. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Bei dieser Mission geht es nicht um persönliche Ziele, Corporal. Wir haben einen Job zu erledigen. Also, bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Kommandant. Okay, wir holen uns alle abtrünnigen Punkte mit, die wir irgendwie bekommen. Können wir den auch nochmal ansprechen? Okay, den nicht, aber ich glaube den... Jenkins, oder wie heißt der Kollege? Na, Presley. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectre sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Sie erhalten nur die notwendigsten Informationen, Presley. Führen Sie einfach die Befehle aus. Verstanden, Commander. Gut. Jo, es ist ja so, also Mass Effect ist natürlich extrem dialoglastiges Spiel. Ich werde natürlich alle story-relevanten Gesprächsoptionen auswählen, damit ihr die auch alle mitbekommt. aber jetzt müssen wir jetzt erst einmal mit dem Captain sprechen. Und das ist der Niles, mit dem können wir auch noch sprechen. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ich bin bei den Marines und nicht auf einem Ausflug. Aber dieser Planet ist mehr als ein Ausflugsort, nicht wahr, Shepard? Eden Prime ist ein Symbol für Sie. Eine perfekte kleine Welt am Rande Ihres Territoriums. Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Wie lautet unsere Mission, Captain? Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Gibt es mehr Details? Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteaner als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Seit wann müssen wir uns vor den Spectres verantworten? Sie sind klug genug, um zu wissen, wie die Dinge laufen, Commander. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt.
Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Arkuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Und wenn ich gar kein Spectre werden will? Es geht nicht nur um Sie, Shepard. Es ist wichtig für die Menschheit. Wir zählen auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attica-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attica-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Oh. Runter jetzt! Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise.
Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Mhm. Ein erster schlechter Vorbote. Warnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Ich lege mein Leben nicht gern in die Hände eines Turianers, Sir. Niles ist auf unserer Seite. Er will Sie zum Spectre befördern. Und er will diesen Sender finden. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Okay, und los geht's. Also, die erste Bodenmission auf Eden Prime. Menschliche Kolonie. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall ver... Was zur Hölle sind das für Dinger? Da hast du ja schon. Keine Sorge, die sind harmlos. So, jetzt werden wir uns mal anschauen, was wir... genau, mal schauen in die Squad. Unser Kaidan Alenko hat natürlich auch dementsprechend... Huiuiui, da können wir viele Punkte vergeben. Gut, dann werden wir einfach mal hier alles aufwerten. Okay, werfen ist immer gut. So, dann werden wir noch die Chiffrierung Erste Hilfe. Kann auch nicht schaden. So, okay, ist der einzige im Squad immer. Ah, dann der Jenkins können. Ah, der da Stufe 49. Nein, sehr nett. Aber das werden wir uns eher sparen. Der stirbt sowieso. und hier werden wir noch Punkte auf Wächter vergeben. Auf Medizin. Das, okay, reduziert die Abkühlungszeit, wo wir Medigel einsetzen können. Das ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Was haben wir da noch? Heben, ja. Heben ist auch eine gute Fähigkeit. Wenn wir auch voll ausbauen. Dann haben wir noch Barriere, Dechiffrierung. Dechiffrierung. Mal bei mir selber sehen. Die haben wir bei mir auch schon komplett ausgebaut. Naja. Dann nehmen wir eher mal Barriere. Stase haben wir jetzt freigeschalten. Erhöht die Barrieredauer auf 12,5 Sekunden. Erweiterte Barriere. Gut, den Rest geben wir dann auch noch auf Stase. So. Jenkins lassen wir dabei mal ungeskillt. Jetzt schauen wir noch schnell in die Ausrüstungen rein. Okay, der hat natürlich nur die ganze Standardausrüstung. Da werden wir ihm noch ein bisschen besseres Equipment geben. Unserem Kaidan. Okay, so. Okay. Die Waffenmods sind auch alle schon eingebaut. Oder waren noch eingebaut, offensichtlich. So, und bei meinem Charakter ist eigentlich alles noch so wie beim ersten Durchgang. Gut. So,
Waffe ausrüsten. Ah ja, jetzt muss ich nur schnell schauen, was die für Waffenspezialisierung haben. Also meine ist ja auf Präzisionsgewehr. Der hat hier, der Wächter hat jetzt keine Waffenspezialisierung. Dann werden wir beim unserem David hier mal das Präzisionsgewehr auswählen. Hier die das Sturmgewehr. Okay. So, ich glaube, da hinten gibt es irgendwo eine Kiste, die wir öffnen können. Gut, gut, gut. Oh mein Gott, was war das? Oh, nichts. Oh Gott, was ist hier geschehen? Jenkins reden. Jenkins, ich glaube, wir haben sie, lebt er noch oder lebt er nicht mehr? Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Lassen Sie ihn in Ruhe. Wir müssen unsere Mission beenden. Jawohl, Sir. Mhm. Also der nette Shepard hat mir ja eigentlich persönlich besser gefallen, aber naja, könnte trotzdem interessant werden. Ja, genau, es ist so, dass wir... Ah, jetzt machen wir jetzt erstmal den Kampf. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Tja, es wird... Ah, jetzt greift schon wieder wer an. Verdammt. Doch mal Medigel einsetzen. Interessant wird es ja dann, vor allem, ja, also ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich dieses Let's Play jetzt gestalten soll, weil es sind natürlich unheimlich viele Nebenmissionen auch zu machen, die jetzt mit der Story nicht unbedingt was zu tun haben. Ich
So, jetzt werden wir da der Kollegin da helfen müssen. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Okay, jo. Ja, wie eben schon erwähnt, das mit den ganzen Nebenmissionen, muss ich mir noch überlegen. Vielleicht werde ich es einfach so machen, dass ich einfach die Nebenmissionen so schneide, dass diese ganzen Anfahrtswege mit dem mit unserem Bodenfahrzeug dann nicht zu langwierig sind, damit sich das Let's Play nicht so extrem in die Länge zieht. Weil ich natürlich auch, dadurch, dass ich natürlich dieses Stufe 60 Achievement bekommen will, natürlich jeden Erfahrungspunkt irgendwie mitnehmen muss, den ich irgendwie bekommen, und dazu zählen auch diese ganzen Erzabbau-Geschichten, die man auf den verschiedenen Planeten durchführen kann. Aber wie gesagt, das wird sich dann noch sehen, wie es im ganzen Spielverlauf läuft. Jetzt ist einmal Zeit für einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Bis gleich und dann viel Spaß noch. Tschüss.